Schlag. Was geht ab? Oh, hä? Plüschpelze. Seid auf der Hut. Vor allem, es müssen Tigerinnenfelle sein, nicht Felsen. Tigerinnenfelsen. Jetzt müssen wir hoch zur Gorobashi-Arena da hinten dran. Erstmal hier das. Achso, hier ist gar nicht so viel. Nee. Hab mich schon gefreut. Nee. Schlingdorntal. Nee. Ich freue mich. Achso, da oben können wir auch lang gehen. Hoch. Ja, ja. Da sind wir eben rausgegangen. Ja. Ich pass doch nicht auf. Hallo? Also Mama, ihr ist jetzt da unten das Gezuppel. Ja. Ja, wenn du schon da rauseierst. Ja, und hier wird das ja auch angezeigt. Das ist ja. Ist ja nur die Pelzquest. Die Fellquest, wo wir da hoch. Wo halt oben so ein großes Gebiet ist. Hier sollte theoretisch auch welche geben. Ich sehe erstmal nur einen Affen. Ja, den sehe ich auch. Da ist noch einer. Ha, da, habe ich gefunden. Nein, in der Hirschgestalt geht das nicht. Ah! Katze hat mich gefunden, okay. Frisch mal einen Jäger. Ich will hier raufspüren. Ich kann einfach rumrennen und alles töten. Das kann man machen. Muss man aber nicht. Mhm. Wie war der Spruch? Das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt Kacke. Genau. Ich bin bei 2 Fällen. Ich auch. Nass. Miezekatze. Miezekatze. Kommt der Gorilla da an. Ich bin außer Reichweite. Ja, ich bin außer Reichweite. Ich weiß das. Gorilla-Geräusche sind schon dezent lustig, muss man sagen. Ich kill die jetzt einfach in der Hoffnung, dass ich auf dem Weg dahin noch ein paar Katzen finde. Also die Gorillas sind geil, aber ich finde hier irgendwie gerade nichts. Kacke. Ich geh jetzt einfach mal hier weiter. Oh, da kann ich nicht weiter, da ist ein Wasserfall. On the way. Südliche ungezähmte Küste. Schöne Brücken hier und so. Schöne Kampf. Ah, Kitty. Toll. Ja. Oh Gott, jetzt kommen Nager. Oh ja. Gott. Ach, was für ein Spaß. So, das Pantherfell habe ich. Ja, für das Tigerfell müssen wir da hoch. Ach so. Toll, hab schon wieder eine Kitty hinter mir. Toll. Und ich muss die gleich doch machen. Leck mich. Oh nee, das ist mir. Ich renne jetzt nicht zurück. Das ist mir jetzt zu doof. Bis ich dann ist wieder alles vorbei und du hast hier schon wieder vorausgequestet. Deswegen ist. Nee. Jetzt mach ich auf dem Heimweg. Hä? Bist du denn? Hier unten, an der Küste. Ja. Immer geradeaus. Noch nicht bereit. Naga kann ich seit Kataklysm eigentlich auch nicht mehr sehen. Ja? Seit Kataklysm kann ich Naga eigentlich auch nicht mehr sehen. Da war das ja ganz schlimm. Noch nicht. Diese Fähigkeit ist nicht. Wir müssen auch zwischendurch auch so Dinger einsammeln, ne? Hier so Statuen. Ach so. Hab ich eben durch Zufall gesehen. Ich muss ein kleines Gezuppel sammeln. Wenn sie sie einfach rumliegen lassen. Geht mir auch so, wenn die Schokolade in der Küche einfach rumliegt, dann. Was soll ich machen? Sure. Muss ich die essen? Das geht nicht. Kann man nicht schlecht werden lassen. Hab nur aufgeräumt. In meinen Magen rein, aber aufgeräumt. Also, ich bin außer Reichweite. Ist absolut legitim, das kann man machen. Das kannst du schon so machen. Gibt zwar Bauchweh, aber ist halt so. Geschont ist immer. Ja. Außerdem, wer schön sein will, muss leiden. Und wer Süßigkeiten will, auch. Also, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich finde, mal fürs Fettwerden sollte man auch leiden müssen. Wäre ja wieder alles so einfach. Ja. So, die Dinge habe ich fertig gesammelt. Ich brauche noch so 2 Dinge von den Nagas selbst. Davon brauche ich noch 1. Ich auch. Du hast mir eins hier liegen lassen. Finde ich nice.
Ich muss näher ran. Voll korrekt von dir, Alter. Oh. Ich hasse das, wenn du jemanden anstürmst und das ist so ein bisschen um die Ecke. Und dann dreht sich die Kamera einfach so komplett zur Seite und du denkst dir, wo bin ich denn jetzt? Aber ich loote alles weg, ja? Ja. Ja, ja. Ich merke das schon. Ich krieg. Also ich kann gerade weder looten, noch krieg ich meine Procs weg. Weil die Gegner zu schnell sterben. Himmelarschen Donnerzwirn. Also ich meine Himmel, Popo und Gewittersturm. Ja, klar, wird schon so sein. Ich meine, wir müssen ja dran denken, FSK 13 und so, ne? Mhm. Okay, jetzt muss ich acht darüber noch in Bauplan, die Quelle. Bauplan, Hellaugenschutzbrille. Sieht so dezent kacke aus. Also, hast du jetzt auch das Rezept gekriegt? Das ist nämlich auch schon da. Ich hätte gerne einmal Wasser. Danke. Oh, ist schön, dass du den tötest, dann muss ich das nicht machen. So, jetzt brauche ich noch die Felle. Ich brauche noch das Tigerfell. Kann man nicht einfach Panzerfell nehmen und Streifen draufmalen? Geht das nicht? Dann ist doch auch ein Tigerfell. Oh, ich möchte gerne. Toll. Was? Springe ich hier den Wasserfall runter und denke mir, okay, steigst du lieber ab, bevor du mit dem Wasserschreiter da unten aufklatscht. Und so. Ich dachte mir auch gerade, hey, machst du Reisegestalt, Wasser und so, ne? Kommst du ja am Wasser an? Nö, vorher noch ein bisschen. Noch so einen kleinen Kieselstein. Halbes Leben weg. Ja, ich bin unten aufs Ufer geklatscht. Statt ins Wasser, dann hätte ich auch den Wasserschreiter einfach lassen können. Ja, Kätzchen. Wie viel brauchst du davon? Zwei. Ja, Kätzchen. Vor allem, weißt du, das halbe Questgebiet, was mir angezeigt wird, ah, hier ist eine, ist einfach Berg. Ja, ja. Blizzard, warum machst du denn das? Das ist doch kacke. So, noch eins. Oh, vielen Dank. Ich hab ein falsches Lüftchen mir um die Ohren geweht. Mal gucken, ob meine Pappenheimer am Leben bleiben. Ja, da ist ein Gorilla, der spawnt. Hab ich gerade schon gefreut. Ah, hier, Kätzchen. Was? Wo? Da? Oh, was? Hier. Was? Nein! Da ist nix! Alter, blöd, Mann! Oh Gott! Oh komm, ey, meine Leitung ist schon lang genug! Oh, du bist doch ein Arsch, das ist ein Popo. Du bist doch ein blöder Popo. Leck mich. Oh, ich hasse dich, das ist unglaublich. Oh, Alter, kann ich dir das Fell jetzt abziehen, ja? Ja, darf ich das bitte? Komm mal her, Kätzchen. Komm mal her! Ich brauche mir noch ein Fell übrigens. Renn doch nicht weg. Da war gerade. Da war gerade rote Schrift. So aus dem Augenwinkel. Da. Blöd Arsch. Blöde Nuss, Alter. Das ist unglaublich. Oh! Leck mich. Mann! Nicht geblickt hat. Schön. Arsch. Arsch mit Ohren. Hass! Okay, jetzt geht's mir wieder gut. Vielleicht. Sind die Tiger nicht unsichtbar? Die Tiger könnten ruhig mal ein bisschen uns entgegenkommen. Ja, schon schön, gell? Oder gleich einfach zu viert an mir in den Hals springen, dass sie alle töten. Was ist denn hier für ein Grab? Hör auf zu lachen, du Blödmann! Oh nee, es ging gerade um was anderes. Ist mir egal, hör auf zu lachen, du Blödmann! Du bist jetzt durch bei mir!
so gesagt hast, Tiger könnten uns ein bisschen entgegenkommen. Ich war am überlegen, ob ich entgegenreite, aber es ging nicht, weil wir die waren zu nah beieinander. Das ist so, ey. Ja, liebe Freunde, ich suche einen neuen WoW-Let's Play-Partner. Die Katze habe ich jetzt rausgekickt, offiziell. Toll! Weißt du, hier oben ist auch so ein Panther. Hast du verdient. Kann einem Rums erst so. Ist egal, hast du verdient. Ich will jetzt Moonfire auf den Kopf werfen, aber das funktioniert nicht. Du kannst mich heilen. Toll. Ich will keine Panther, ich will Tiger. Hier ist einfach nichts. Doch, zwei Panther hinter mir. Ja, aber sonst nichts. Drei Panther. Sonst ist hier aber wirklich nichts. Ah, Panther. Toll, leck mich. Wir eiern da unten rum und suchen die Viecher. Na toll. Oh, ja, hau mich doch von dem Mount runter. Das ist ein sehr befriedigendes Let's Play, muss man ja mal sagen. Ja, traumhaft. Es ist, wow, es macht so viel Spaß. Da wünsche ich mir glatt Dead Space wieder zurück. Dafür, dass wir nächstes Levelgebiet den Kontinent wechseln. Obwohl, nee. Daher kommen hier die östlichen Pestländer und die sind ziemlich geil. Ja, die habe ich eigentlich auch noch kaum gequestet, weil 40 wäre Tanaris. 45. Ja. Nee, 1000 nee, Nadeln nee. Und Tanaris, weißt nee, du? Nee. Ja, gut, wobei 1000 Nadeln ist wieder cool, wo es komplett überflutet ist, aber. Willst du wirklich durch die Gegend da schwimmen? Du kriegst. Ich habe einen Wasserschreiter. Und du hast eine Wassergestalt, du Arsch. Das noch dazu. die östlichen Pestlande sind ziemlich cool. Ja. Ah, hier ist ein Tiger. Ich weiß noch, eben beim ersten Charakter damals. Es hat mir zum Glück niemand gesagt, wie WoW funktioniert. Und ich habe natürlich ausgerechnet mit dem Blutelf angefangen, die so am Arsch der Welt leben. Und bin gerade in den Geisterlanden, vielleicht weiß gerade so Level 15, 20 vielleicht. Und denke mir so, toll, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Du kannst da unten südlich aus den Geisterlanden rauslaufen. Okay, wie heißt denn das Gebiet? Ja, Pestländer. Ja, gehst du mal hin. Wird wohl das nächste Questgebiet sein. Ja. Ist auch nicht. Und ich komme da hin und wird einfach nur von der Level 50 Fledermaus oder so umgeklatscht. Weil mir keiner gesagt hat, dass ich. Das erstens Heldenaufruf kannte ich nicht. So, ich habe fertig. Ich habe erst zwei. Ich komme da erst. Die dritte. Genau, und hier hinterm Baum liegt ein anderer Viech. Ja, das war schön natürlich, so als ganz Neueinsteiger, als Anfänger fängst du natürlich als Blutelf an und hast erstmal keine Ahnung, wo du danach hin musst. Und genau. Da war es noch so, dass auf der Karte nicht angezeigt wurde, für welches Level das Gebiet ist. Also bin ich einfach gut glücklich durch das Portal aus den Geisterlanden unten raus und hatte eine Level 50 Fledermaus nach der ersten Kurve, die mir entgegenkam. Und bin einfach eiskalt umgefallen. Ich lasse es lieber. Sollten wir hier nicht lang gehen. Nein. Ich wollte jetzt eigentlich noch den Strudel gerade so erkunden, aber nein. Doch, mach du das mal. Nö. Doch, das müssen wir, musst du fürs Let's Play machen. Toll. Du musst auch so viel aus meiner Perspektive sehen. Das ist mir egal. Ich komme mit dem scheiß Berg nicht hoch. Mit das Butz. Und renn drumrum. Hab ich doch schon. Wurz ist nur so behäbig wie ein Krieger. Ich glaube, die behalte ich. Das passt gut zusammen. Musik ist übrigens cool. Ja. Und vorbei. Oh, das klappt so super heute einfach. Das ist unfassbar. 47, Mensch, Schurke. Ja, passt schon. Moment, hier, ich habe auch noch Dschungelmusik. Huch. Benutzen. Ach so. Heimgesuchte Kriegstrommel. Ich hab gedacht, die funktioniert nur in der Nähe von dem Ding. Aber scheinbar geht's auch weiter weg. Ja, vor allem musste erstmal die andere Musik leise gehen. Weggehen. Ja. Ja,
Die ist ganz geil, wenn man sowas mag, aber fand ich jetzt so gerade von der Umgebung her das andere halt besser gepasst. Jo. Aber ich muss sagen, die Trommel ist halt einfach cool. Ja. Die habe ich damals auch so hart gefallen, als ich es erstmal benutzt habe. Alter, das hat eigentlich für einen mega Irokesenschnitt, das Fusselmaul. Der sieht aus wie so eine Palme. Ist mal ernsthaft. Wie so eine Palme. Eine Palme mit Bart. Oh, seid ihr aber groß? Oh ja! Als Gnom kann man sowas sagen. Alles Klärchen. Jetzt chill mal. Mit deinen Leveln hier. My Wiki. Man sieht sich. My Wikipedia oder was? Blöschpelze. Habe ich denn hier noch eine Quest abzugeben? Eigentlich nicht. Da, Kette, wow, Kette mit Rüstung, Ausdauer und Tempo. Boah, geil. Ach da, hier dran hockt ein Troll. Seid auf der Hut. Okay. Schön euch zu sehen. Ich bin grad, wo zum Geier soll ich hier in das Ding abgeben? Int Stärke, yay. Oh, ich krieg einen Helm. Mögen eure Reise sicher sein. Ach, ich hab ihn ausgeschaltet, warte mal. Ich glaube, der sah ziemlich panne aus. Ich glaube, das ist besser, dass der ausgeschaltet ist. Ja, ist er. Boah, es geht noch. Es gibt Schlimmere. Es gibt Schlimmere. So als Krieger ist das. Erstmal Inventar leer machen jetzt hier. Ich fände es halt besser, wenn dann wirklich auch so die Haare unten ein bisschen rausgucken würden, weil. Ja. Es sieht halt immer so ein bisschen panne aus, so ganz ohne Haare. Das ist immer das Bescheuerte. Aber kann man erstmal, glaube ich, lassen. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt einfach mal an für Spaß. Die Schultern, die ist dabei. Was ist denn das für ein Troll? Die Schultern, die es bei dem gibt, die gefallen mir ziemlich gut. Laseraugen-Troll. Ja, ja. Schau das Paket an. Was ist die Schultern? Mhm. Oh, so eine Schulter nur. Ja. Ist aber Leder, kann ich ja nicht gebrauchen. Ich kriege meine Halskette bei der. Ja, ich kann es auch nicht brauchen, weil es Int gibt. Aber ich kriege eine Halskette bei der. Was ganz schön nice ist. Ich drücke immer einmal zu viel Escape, Mann. Sollen wir nochmal Päuschen machen? So, sollen wir nochmal Päuschen machen? Ja, können wir machen. Wie lange nehmen wir auf jetzt schon? 50 Minuten, bisschen mehr. Oh ja, das klingt doch schon mal gut. Ja, dann chillen wir jetzt mal hier. Warte, genau, wir chillen. Achso. Aber es sind gar keine Bänke, mit denen man interagieren kann. So kacke. Ja. Weil ich knie auf den Bänken. Ja, ich auch. Dann knie ich mich lieber hier hin. Und dann Trommelkreis. Ich möchte gerne als Lederer, möchte ich gerne Bongos craften können. Das finde ich voll in Ordnung. Jawohl, ja. Gut. Das war's für diese Woche. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Danke an unsere Katze fürs Mitmachen. Yay. Und ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich habe eine komische Maske aufsehen. Ja. Oh Gott! Ich dachte gerade, ich habe schon wieder ein Questing verpasst und denke mir so, was wabert mir da um den Kopf rum? Also, liebe Freunde, das war das Let's Play für diese Woche. Nächste Woche geht es dann weiter. Was murmelt hier? Das müsst ihr im Stehen machen. Ich kann nicht mal das Murmeltier treten. Gut. Jetzt reicht's aber. Gut, das war's und wir sehen uns nächste Woche. Tschö. Bis denn.